Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur Formel 1 2018. Jawohl, wir sind noch immer in unserem neuen Team in Alfa Romeo. Und ja, Wagen läuft eigentlich super. Nur fährt sich gut. Hört sich ein bisschen anders an. Aber ist in Ordnung. Hört sich ein bisschen komisch an. Für meinen Geschmack. Aber vielleicht hört es sich so an. Ja, okay. Hier in der Kurve muss ich ein bisschen aufpassen. Kann man schnell sein, aber nicht zu schnell. Eieieiei, das fängt ja gut an heute. Wow! Boah, Alter, ich rutsche hier dermaßen. Das liegt einfach daran, weil sich das irgendwie ganz anders anfühlt. Oh Mann. Du warst in dieser Runde nicht gut. Versuch es noch einmal. Oh, das erste Mal, dass ich das Benzinmanagement nicht schaffe. Und das auch noch durch Zeit. Thank you.
Oh Gott. Will nicht. Aber da geht noch wesentlich mehr. Nicht locker lassen. Okay. Die war schon besser, die Runde. Sauber. Okay, du musst an die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. Ja, okay. Geh mal gleich in die Box, komm. Bevor wir jetzt ewig rummachen. So. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des 3. freien Trainings durchzuführen. Das ist klar.
ein neues Setup für dich. Gut, machen wir. Mal Qualifying Simulation. Oh mein Gott, was war das? Test abgeschlossen. Es war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Das sah böse aus. Alles in Ordnung? Sag mir, ob es... Ja, mir geht's gut. Danke für die Nachfrage. Und nochmal das Gleiche. Ist alles in Ordnung? Das war heftig. Sag uns bitte, ob es... Das ist so lustig, die Pfeile sind grün, ja, das heißt, meine Geschwindigkeit müsste eigentlich passen. Komisch. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Geht noch besser, meine Freunde, das geht noch besser.
Gut, also komm. Das kriegt man noch schneller hin. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Hey, also. Warum rutsche ich da jetzt gerade so? Das sah böse aus. Alles in Ordnung? Sag mir, ob es... Ey, das gibt's doch nicht. Ist alles in Ordnung? Das war heftig. Sag uns bitte. Liegt es jetzt echt daran, dass ich das an dem Setup. Ich habe zu langsam. Zu langsam. Okay, jetzt kann ich es komplett knicken. Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Ja, nimm mal einmal kurz das Setup und dann ist alles anders. Das ist schon krass. Guck mal, wie der fährt. Okay, dann nimmt hier den 8. Gang, ne? Ja, jetzt hat er einen Windvorteil, ja. Die ist er dadurch auch ein bisschen schneller.
Ja, man sieht halt, er fährt viel geschmeidiger. Jetzt kommt die lange Gerade. Der geht auch mit den Gängen viel langsamer runter als ich. Okay. Oh, das schaffen wir jetzt nicht mehr für eine Runde. Aber es ist gut gelaufen. Die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Raikkonen, Hamilton und Sebastian Vettel. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Wer ist eigentlich bei uns? Das Julian ist Sergei Sirotkin. Aha. Und der Charles Leclerc ist auf 17, okay. Naja. Trotzdem gut, Platz 4. Kann man damit leben. Red Bull steigt auch immer weiter. Also wir könnten auch mal bald zu Red Bull. Aber bis jetzt schaut es hier sauber aus. Und das war's wieder für heute. Wir sehen uns dann im dritten Training, im nächsten Part wieder. Ciao, macht's gut, euer Swissy.